Guten Abend, meine Damen und Herren an den Bildschirmen und ein ganz herzliches Willkommen hier aus dem Körperforum, in dem heute kein Publikum sitzt, sondern das eher eine Art Fernsehstudio ist. Mein Name ist Lothar Dittmer und ich darf Sie im Namen des Vorstandes der Körperstiftung herzlich zur diesjährigen Rede zum Exil begrüßen. Exil ist schon seit vielen Jahren für uns ein wichtiges Thema. Es hat natürlich mit den deutschen Erfahrungen zu tun. Sie alle wissen, dass in den 1930er Jahren zahlreiche Deutsche vor den Nazis ins Exil flüchten mussten, die sich für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte eingesetzt haben. Es ist aber eben leider nicht nur ein historisches Thema und hat in den vergangenen Jahren wieder deutlich an Gewicht gewonnen. Nun ist Deutschland zum Zufluchtsort für viele geworden, die ihre Heimat aus politischen Gründen verlassen müssen. Wir sehen es als unseren Auftrag, das Thema Exil immer wieder in Erinnerung zu bringen. Und wir möchten denen eine Stimme geben, die als Verfolgte, weibliche wie männliche, Wissenschaftler, Künstler, Politiker und Journalisten in Deutschland leben und arbeiten. In den letzten Jahren haben wir uns in unserer Arbeit verstärkt für Journalistinnen und Journalisten im Exil eingesetzt. Denn sie gehören ohne Zweifel zu den Hauptbetroffenen einer Entwicklung in vielen Ländern. Die Veröffentlichung unliebsamer Rechercheergebnisse und Enthüllungen unter allen Umständen zu verhindern. Und das schließt die Drohung mit dem Tod ein. Natürlich können wir die Verhältnisse in den betreffenden Ländern nicht ändern. Aber wir können dabei helfen, über die journalistische Arbeit im Exil zu reden, Netzwerke aufzubauen und wo immer möglich auch über den in vielen Ländern bedrohten Umgang mit der Presse- und Meinungsfreiheit zu informieren. Die Rede zum Exil gibt es seit 2017. Einmal im Jahr geben Rednerinnen und Redner einen Einblick in ihre persönliche biografische Situation. Und es geht dabei naturgemäß immer wieder um die Gründe für das Verlassen der alten Heimat und die Schwierigkeiten des Ankommens im Exil. Zu den bisherigen Rednern zählten etwa der Schriftsteller Ilya Trojanow und der Journalist Can Dündar. Journalismus ist Widerstand, ein Kampf um Wahrheit und Freiheit, sagt die mexikanische Journalistin Gloria Muñoz. Mexiko gehört weltweit zu den gefährlichsten Ländern für Medienschaffende. In keinem anderen Land der Welt, das sich nicht im Krieg befindet, werden so viele Journalistinnen und Journalisten ermordet. Reporter ohne Grenzen führt das Land auf Platz 143 von 180 in der Rangliste der Pressefreiheit. Und allein in diesem Monat haben 3 Journalisten ihr Leben verloren. Unsere heutige Rednerin Anabel Hernández stellt sich diesen Widrigkeiten mutig entgegen. Sie ist eine der führenden mexikanischen Investigativjournalistinnen. In ihren Recherchen beschäftigt sie sich mit der Korruption in Regierungskreisen, mit organisierter Kriminalität und Menschenhandel. Immer wieder deckte sie Verstrickungen von Drogenkartellen mit allen Ebenen des mexikanischen Staates auf, von Politik über Justiz und Polizei bis hin zum Militär. So auch in ihrem 2010 erschienenen Buch Los Señores del Narco, für das sie 5 Jahre lang recherchierte. Die Sunday Times schrieb zur Veröffentlichung der englischen Ausgabe, Zitat, das Bemerkenswerteste an Anabel Hernández mutiger und wertvoller Darstellung von Mexikos blutgedrängten Drogenkriegen ist, dass sie lange genug überlebt hat, um sie zu schreiben. Wir wären alle ärmer ohne ihre Entschlossenheit, die Verantwortlichen für einen Bürgerkrieg, der mindestens 60.000 Menschenleben gekostet hat, zur Rechenschaft zu ziehen, Zitat Ende. Anabel Hernández nutzte ihre Quellen aus dem Drogenmilieu auch für ihre Recherchen zum Verschwinden von 43 Studierenden in der Stadt Iguala, das weltweit Aufsehen erregte. Sie enttarnte ein Komplott von korrupten Beamten und Militärs, die gemeinsam mit Drogenkartellen unliebsame Studenten aus dem Weg räumten, die auf dem Weg zu einer Protestveranstaltung in Mexiko-Stadt waren. Anabel Hernández wurde für ihre Arbeit vielfach ausgezeichnet.
zuletzt mit dem Freedom of Speech Award der Deutschen Welle. Da sie sich und ihre Familie durch ihre Arbeit immer wieder in große Gefahr gebracht hat, musste sie Mexiko dann doch verlassen. Sie lebt inzwischen in Europa im Exil. Liebe Frau Hernandez, wir freuen uns sehr, Sie heute wenigstens digital begrüßen zu können und sind gespannt auf Ihre Rede zum Exil, die auch in diesem Jahr wieder den Auftakt des Exile Media Forums bildet. Der morgige Tag wird den Fokus unter anderem auf die Situation von Medienschaffenden im Exil während der Corona-Pandemie legen. Sie können die Veranstaltung morgen wieder im Livestream auf unserer Website und Facebook verfolgen. Auch wenn wir in diesem Jahr nicht wie gewohnt hier vor Ort in den Austausch gehen können, laden wir Sie herzlich dazu ein, digital mit uns ins Gespräch zu kommen. Wir freuen uns über Ihre Fragen und Anmerkungen zur heutigen Rede, die in das anschließende Gespräch einfließen, das unsere Kollegin Theresa Schneider nach der Rede mit Annabel Hernandez führen wird. Nutzen Sie für Ihre Beteiligung bitte Mentimeter mit dem eingeblendeten Code. Soweit zur Einführung, nun aber zur Rede. Liebe Frau Hernandez, Sie haben das Wort. Vor 10 Jahren hätte ich es mir nicht vorstellen können, dass ich zum Exil verurteilt werden würde, nur weil ich investiven Journalismus betreibe und die Pflicht erfülle, die sich in meine Seele eingebrannt hat. An einem Tag im Juli 2014 zwang mich ein kriminelles Netz von Staatsbeamten der Regierung Mexikos, die mit dem Sinaloa-Kartell unter einer Decke steckten, ins Exil, weil das die einzige Möglichkeit war, wie ich meine Familie, meine Freunde und meine Landsleute schützen konnte. Seitdem bin ich dabei, einen Weg zu finden, der es mir nicht nur ermöglicht, in mein Land zurückzukehren, sondern auch an einen besseren Ort zurückzukommen. Wie lernt man, an einem Ort zu leben, wenn das Herz woanders lebt? Wie hält man den Blick einer über 80-jährigen Mutter aus, die leidet, weil ihre Tochter nicht da ist und die aber auch leidet, wenn die Tochter da ist? Wie hält man die Wurzeln an Leben, die einen mit dem Vaterland verbinden, wenn diejenigen, die einen nicht im Land haben wollen, versuchen, diese Wurzeln auszureißen? Wie lernt man, freiwillig den schmerzhaften Weg zu gehen, der einen wieder nach Hause zurückbringt, mit dem Gewissen, mit der Gewissheit, dass dies die letzte Reise sein kann? Die Antwort auf diese Fragen ist meine persönliche Suche seit dem Jahr 2010 gewesen, als man mir mitteilte, dass eine Gruppe mächtiger, korrupter Polizisten in Mexiko, an deren Spitze der Bundesminister für Innere Sicherheit, Genaro García Luna, stand, Pläne schmiedeten, um mich zu töten, als Rache für meine Nachforschungen, weil ich Dinge aufgedeckt hatte, dokumentiert hatte und veröffentlicht hatte, dass diejenigen, die uns eigentlich schützen sollten, ein operativer Arm des Sinaloa-Kartells sind. Die Grenze zwischen dem Staat und den Drogenkartellen verwischen sich immer stärker in Mexiko. Und es ist auch so, dass die zentralen Persönlichkeiten meiner Nachforschungen tatsächlich der Präsident Mexikos, Felipe Calderón, waren, sein Bundesminister für Innere Sicherheit, Genaro García Luna, die zusammen mit einem kriminellen Netz aus Staatsbeamten, das sich seit Jahrzehnten in den wichtigsten Institutionen der öffentlichen Sicherheit eingenistet haben und auch in der Justiz eingenistet haben, das Staatswesen zersetzen, und ich habe diesen Menschen die Maske vom Gesicht gerissen. Ich habe im Jahr 2010 den Inhalt meiner Nachforschungen in dem Buch Los Señores del Narco veröffentlicht, und trotz der Verschwörung, mit der man mich umbringen wollte, trotz Angriffe auf meine Familie und der Verfolgung meiner Informationsquellen, setzte ich meine Forschungen fort. Im Jahr 2014 drangen 11 Männer gewaltsam in mein Haus ein.
Sie hatten einen Leibwächter von mir entführt, sie hatten meine Nachbarn entführt und hielten auch Kindern die Waffen an den Kopf. In diesem Augenblick verstand ich, dass meine physische Anwesenheit in Mexiko zu einer Gefahr für andere war und dass ich nun gezwungen war, zu gehen. Aber mein Fall ist nur ein Beispiel für die Situation, in der hunderte Journalisten leben, die überall auf der Welt bedroht, verfolgt, eingesperrt oder ermordet werden, im Kontext einer weit zunehmenden Gewalt, die sich gegen Meinungsfreiheit und Informationsfreiheit sowie den investigativen Journalismus richtet. Wir Journalisten erleiden heute die gewaltsamste Zeit der Geschichte. Warum? Warum bringt man uns um? Warum bedroht man uns? Warum sperrt man uns ein? Und warum will man uns zum Schweigen bringen? Warum werden wir ins Exil gezwungen? Nach einem Bericht der UNESCO vom November 2020 unter dem Titel »Schützt die Journalisten, schützt die Wahrheit« wurden zwischen 2006 und 2019 weltweit 1.166 Journalisten und Journalistinnen ermordet. Und das ist nicht nur eine Zahl, das ist ein Indikator für den Zustand der Demokratie weltweit. 2019 wurden 61% der Morde an Reportern in Ländern begangen, die nicht in bewaffnete Konflikte verwickelt sind, sondern angeblich im Frieden leben. Und diesem Bericht zufolge sind in den letzten 10 Jahren in der Welt durchschnittlich alle 4 Tage ein Journalist, eine Journalistin ermordet worden. Diese Angriffe konzentrieren sich auf diejenigen, die über Korruption, Menschenrechtsverletzungen, Menschenhandel, Umweltdelikte und politische Straftaten berichten. Von den 57 Journalisten, die 2019 ermordet wurden, betrafen 40% der Fälle Lateinamerika, 26% die Region Asien-Pazifik und 18% die arabischen Staaten. Und weltweit gesehen ist Mexiko das Land, das für die Ausübung der journalistischen Tätigkeit am gefährlichsten ist. 2019 wurden 12 Kolleginnen und Kollegen ermordet, doppelt so viel wie in Syrien und 7 mehr als in Afghanistan und Pakistan. 2018 kam es in meinem Land zu einer politischen Wende, bei der erstmals eine Linksregierung an die Macht kam, geführt von Präsident Andrés Manuel López Obrador. Aber auch dieser politische Wandel änderte nichts am düsteren Rhythmus der Morde an Reportern. 2020 hat Mexiko seinen eigenen berüchtigten Rekord gebrochen. Das Jahr ist noch nicht zu Ende und bereits jetzt sind 12 Kollegen ermordet worden. 2 von ihnen hat man brutal gefoltert und enthauptet und ihre Körper dann zur Abschreckung an öffentlichen Straßen zurückgelassen. 3 der Morde fanden allein in den letzten 10 Tagen statt. Die Namen dieser Menschen ergänzen eine lange Liste mit über 165 Journalisten, die Berichten der Nationalen Menschenrechtskommission zufolge in den letzten 20 Jahren in Mexiko ermordet worden sind. Und diese Ereignisse spielen sich in einer Situation ab, die geprägt ist von enger Komplizenschaft zwischen Teilen der kommunalen, föderalen und staatlichen Verwaltung mit dem organisierten Verbrechen. Die Regierung kontrolliert die Massenmedien mit Hilfe von Werbung. Die Korruption zieht sich durch alle Sphären des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens im Land. Die kriminellen Organisationen führen gegeneinander Krieg um die territoriale Vorherrschaft, um Drogen zu produzieren, zu schmuggeln, zu verbrauchen, um Erdölprodukte zu stehlen, um mit Menschen zu handeln, um zu erpressen und zu entführen. Und das so herrschende Chaos stärkt das Kartell von Sinaloa, eine kriminelle Organisation, die seit mehr als 50 Jahren besteht und die in den letzten 2 Jahrzehnten dank der Produktion innerhalb und außerhalb Mexikos weltweit zu einem der Hauptlieferanten illegaler Drogen geworden ist. Das Sinaloa-Kartell ist heute auf mehr als 60% der Erde präsent. Mexiko ist ein Extremfall. Es ist aber ein Beispiel dafür, was in anderen Ländern passiert. In den letzten 10 Jahren habe ich Erfahrungen mit Journalisten aus allen Ländern und Kontinenten austauschen können, in denen es verschiedene politische Systeme, Religionen und kulturelle Prägungen gibt. Trotz aller Unterschiede gibt es dabei immer eine Konstante.
Und zwar die stärkere Konzentration der Macht, stärkere Verknüpfung der legalen und der illegalen Welt, eine stärkere Intoleranz gegenüber Kritik, stärkere Intransparenz und Straflosigkeit sowie ein wachsendes Interesse daran, dass die Bürger keine wahrheitsgemäßen und zeitnahen Informationen enthalten, die ja Schlüsselelemente sind, um Entscheidungen zu treffen und Freiheiten ausüben zu können. Heute wird das Schicksal vieler Nationen wie Mexiko nicht mehr täglich von ihren Bürgern in echten demokratischen Prozessen bestimmt, sondern von Gruppierungen, die mit jedem Tag mehr politische, wirtschaftliche, technologische und gesellschaftliche Macht anhäufen. Diese finanzieren die politischen Kampagnen von Präsidenten, Gouverneuren, Kongressabgeordneten und Richtern oder schleusen ihre Gefolgsleute direkt in diese Bereiche ein. Für sie gibt es weder Grenzen noch Mauern, nur Privilegien und Straflosigkeit. Sie operieren legal oder illegal. Und oft ist es so, dass ihre wirtschaftliche oder bewaffnete Macht die des Staates übersteigt. Ihre Interessen erzeugen Gewalt, wirtschaftliche und politische Destabilisierung, Korruption, Krankheiten, Umweltverschmutzung, schwere Menschenrechtsverletzungen, Flucht, sexuelle Ausbeutung, Ausbeutung durch Arbeit und Sklaverei. Kurz gesagt, soziale Ungleichheit in allen Formen. Ihre Opfer sind wir alle, aber vor allem die arme und ungebildete Bevölkerung, insbesondere Kinder, Jugendliche und Frauen. Diesen Gruppen gelingt es mit ihrer de facto Macht, im Verborgenen und im Geheimen ihre missbräuchlichen und kriminellen Unternehmungen durchzuführen. Für die Gesellschaft müssen sie unsichtbar und unerkannt bleiben. Davon hängt ihre Existenz und die Verwirklichung ihrer Ziele ab. Sie benötigen die Kontrolle über die Massenmedien, um uns ihren wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Diskurs aufzuzwingen. Der überwiegenden Mehrheit der Bürger fehlen die Mittel, um die Funktionsweise dieser Gruppierungen zu verstehen. Weder kennen sie ihre Mechanismen, noch wissen sie, wie man diese Gruppen zerschlagen kann. Ohne Information gibt es kein Verstehen. Es gibt keine Möglichkeit, Alternativen zu entwickeln und etwas zu verändern. Ohne Information ist die Gesellschaft den Interessen ausgeliefert, die das Gemeinwesen zersplittern, um es zu schwächen. Und ohne Information gibt es keine Freiheit, ohne Freiheit keine Demokratie, sondern lediglich eine Simulation davon. Wenn wir einen genauen Blick auf die Diagnose der UNESCO werfen, sehen wir ganz klar das Profil der Regionen, in dem die meisten Journalistinnen und Journalisten umgebracht werden. Über die wirtschaftliche Situation der jeweiligen Region hinaus ist durchgängig ein Muster fehlender Gerechtigkeit, Gleichheit und Transparenz zu erkennen. Und genau dieses Muster hängt mit der Gewalt gegen Journalisten zusammen. Nach Angaben der UNESCO bleiben 9 von 10 Morden an Reportern auf der Welt ungestraft, der gleiche Durchschnitt wie in Mexiko. In meinem Heimatland, wie in anderen Nationen, in anderen Ländern der 3 Regionen mit den meisten Journalistenmorden, gibt es staatliche Institutionen, die für innere Sicherheit und die Durchsetzung von Recht und Menschenrechten zuständig sind, die aber ihre Arbeit nicht machen. Ihr Kampf gegen Korruption, Machtmissbrauch, schwere Menschenrechtsverletzungen gegen Drogenkartelle und das organisierte Verbrechen in all seinen Formen ist schwach bzw. wird gar nicht erst aufgenommen. Und das ist auch kein Zufall. Viele Institutionen, deren Aufgabe es ist, das Recht und den Rechtsstaat durchzusetzen, sind oder waren von denen durchdrungen, die sie eigentlich bekämpfen sollen. Eine effiziente Institution fehlt oder diese Institutionen sind korrupt und deshalb können viele Mitglieder einheimischer und transnationaler Machtgruppierungen sich der formellen Justiz entziehen. Oder wenn diese Justiz kommt, dann kommt das erst ganz spät zum Tragen. Die Straftaten verjähren, sie hinterlassen jedoch in der Gesellschaft bleibende Schäden. Und aus der Anonymität heraus können die Verbrecher diese Strukturen ohne rechtliche, politische oder moralische Kosten in einer Endlosspirale fortführen. Und genau hier ist es, wo der Periodismus independiente, perseverante, präzise
kann ein unabhängiger, hartnäckiger und präziser Journalismus zum Gegengewicht werden. Durch Informationen wird in der Gesellschaft ein Prozess der Selbstermächtigung in Gang gesetzt. Und die Gesellschaft erhält dadurch die Mittel, um zu verstehen, wie diese Gruppen funktionieren, deren legale oder kriminelle Praktiken zu wachsender Ungleichheit und Ungerechtigkeit führen. Wenn die Gesellschaft versteht, wie diese Gruppen funktionieren, kann die Gesellschaft sie zur Rechenschaft ziehen, und zwar auch dann, wenn Staat und Institutionen das nicht tun. Es ist eine wesentliche Funktion des Journalismus, die Mechanismen öffentlicher oder privater Macht zu erforschen, zu enthüllen, ihre Anonymität zu durchbrechen und öffentlich auf den Seziertisch zu legen, was verborgen gehalten werden soll. Die Wahrheit zu finden und zu verbreiten ist eine andere Form der Gerechtigkeit. Und aus diesem Grund gibt es Interessen und Machtgruppen, die unabhängige Journalisten und Massenmedien blind, taub, stumm und tot sehen wollen. Der Journalismus und vor allem der investige Journalismus findet Wege und kennt Abkürzungen, die manchmal nicht einmal den Justizorganen zugänglich sind. In zahllosen Fällen dringen wir zur Wahrheit vor, die Richter und Staatsanwälte nicht finden, weil sie vor allem in Ländern wie Mexiko häufig von denen abhängig sind, gegen die sie ermitteln und die sie zur Rechenschaft ziehen sollten. Selbst wenn die legal oder illegal Mächtigen, die die Menschenrechte verletzen, die Umwelt zerstören, die Wirtschaft mit missbräuchlichen Verfahren korrumpieren, die Drogen oder Menschen schmuggeln, die sich oft der formellen Justiz entziehen können, so entgehen sie doch dem unabhängigen, präzisen, hartnäckigen und der Wahrheit verpflichteten Journalismus nicht. Wir Journalisten können keinen Ersatz für die Verantwortung des Staates bieten, Rechtsbrecher vor einen Richter zu bringen. Aber indem wir unvoreingenommen die Wahrheit enthüllen, können wir die Verbrechen gegenüber der Gesellschaft offenlegen, damit die Gesellschaft dann frei und informiert ihr Urteil sprechen kann. Und daran glaube ich fest. Und der Preis, den ich bezahlt habe, um für das Recht der Gesellschaft auf wahrheitsgemäße Informationen einzutreten, besteht darin, dass ich im Exil leben muss. Tod oder Verbannung, so lautet das Urteil, das die Gruppe von Narkobeamten gegen mich verhängt hat, weil ich die Wahrheit enthüllt habe. Im Zeitraum 2006-2012 haben Präsident Felipe Calderón und sein Minister Genaro García Luna die brutale Gewalt in Mexiko mit dem sogenannten Krieg gegen die Drogen gerechtfertigt. Und in dem Zeitraum habe ich durch investigative Recherche aufgedeckt, kommentiert, dokumentiert und enthüllt, dass das eine Heuchelei war und dass die Regierung das Sinaloa-Kartell gegen millionenschwere Bestechungszahlungen und Drogen geschützt hat. Und so ist die Bundespolizei zu einem weiteren Kartell geworden, das noch gefährlicher war, noch strafloser gehandelt hat und stärker zersetzungswirkt, da es als Staatsmacht auftritt. Die Gruppe hat die überwiegende Mehrheit der Massenmedien manipuliert, während ich und meine Familie Opfer bewaffneter Übergriffe wurden. Und so packte ich an einem Julitag 2014 meinen Koffer fertig, schloss mein Haus ab, nahm meine Kinder an die Hand, umarmte meine Mutter und hinterließ ihr meine Orchideen, damit sie sich um sie kümmert und diese ihr Gesellschaft leisten. Ich ging zum Grab meines Vaters, um mich zu verabschieden, und atmete in dem ländlichen Haus, in dem ich groß geworden bin, ein letztes Mal tief ein. Ich ging aus Mexiko fort, um weiter dort sein zu können. Im Dezember 2019 ging die Nachricht um die Welt, dass der ehemalige Minister für Innere Sicherheit Mexikos, Genaro García Luna, in den Vereinigten Staaten festgenommen worden war. Ein New Yorker Bundesgericht hatte ihn angeklagt, das Kartell gegen Schmiergelder in Millionenhöhe geschützt und mit Drogen gehandelt zu haben. Als ich das erfuhr, blieb ich lange Zeit still. De 2014
Von 2014 bis 2016 lebte ich als Stipendiatin des Programms für investigativen Journalismus der University of California, Berkeley in den Vereinigten Staaten. Mexiko hatte ich mit dem Gedanken verlassen, dass ich niemals zurückkehren würde. Mein Leben verpflanzte ich in einen kleinen Blumentopf, damit ich beweglich bliebe, bis ich einen Ort fände, an dem ich es anpflanzen und den ich Heim nennen könnte. Am 26. September 2014 wurden an der Pädagogischen Hochschule Raúl Isidro Burgos 3 Studierende ermordet und 34 weitere ließ man in Iguala im Bundesstaat Guerrero verschwinden. Die offizielle Version der Regierung des damaligen Präsidenten Enrique Peña Nieto war voller Lücken und Widersprüche. Angeblich hätte der Bürgermeister Igualas den Angriff und das Verschwinden der jungen Leute eingefädelt und eine Gruppe städtischer Polizeibeamter soll ihn dabei mit einer kleinen Verbrecherbande unterstützt und den Angriff ausgeführt haben. Diesem Diskurs zufolge hatte man die 43 jungen Leute noch am gleichen Abend auf einer Müllhalde verbrannt. Der Schmerz der Eltern der Verschwundenen löste in Mexiko Massendemonstrationen aus und in verschiedenen Ländern Solidaritätsbekundungen aus. Angesichts der verzweifelten Suche nach ihren Kindern schlug ich der Universität vor, den Fall der 43 verschwundenen Studierenden zu untersuchen. Zwar hatte es jene Gruppe von Narkobeamten geschafft, mich physisch ins Exil zu treiben, aber mein Herz hatten sie nicht des Landes verweisen können. Aus dem kleinen Blumentopf, in dem ich mein Leben verpflanzt hatte, spross eine ganz feine und zarte Wurzel, die sich in dem Boden verankerte, auf dem ich zur Welt kam. Und so, täglich gegen meine Angst ankämpfend, entwarf ich eine Strategie, mit der ich geschützt als Fellow der prestigeträchtigen Berkeley University 2 Jahre lang in meine Heimat reisen konnte, um zu recherchieren, was an jenem Abend tatsächlich in Iguala geschehen war. Und anhand von Zeugenaussagen, Dokumenten und Videos fand ich heraus, dass die Version der mexikanischen Bundesregierung von vorn bis hinten falsch war. Die angeblichen geständigen Täter waren von Institutionen der Bundesregierung brutal gefoltert worden, um sie zu zwingen, Erklärungen zu einem Verbrechen zu unterschreiben, das sie nicht begangen hatten, um so die Drahtzieher und ausführenden Täter zu verbergen. Diese waren Beamte des Heeres, der Bundespolizei und der Ministerialpolizei in Komplizenschaft mit einer bedeutenden kriminellen Organisation. Sie waren alle gedeckt vom damaligen Präsidenten Mexikos und den Institutionen, die dafür zuständig sind, Recht zu sprechen. Und einer der für die Verschleierung und die Folterungen verantwortlichen Polizeichefs gehörte dem gleichen Netzwerk krimineller Narkobeamten an, das mich zum Exil verurteilt hatte. Im Laufe der Jahre sind verschiedene nationale und internationale Institutionen zu ähnlichen Schlussfolgerungen wie meine Recherche gelangt. Am 12. November dieses Jahres wurde der Hauptmann José Martínez Crespo als erster Angehöriger des Militärs wegen der Taten von Iguala festgenommen. Seinen Namen und seine Mitwirkung am Verschwinden der Studierenden hatte ich bereits im Dezember 2014 in meinem ersten Bericht über diesen Fall enthüllt. In den 2 Jahren meiner Recherchen zu dem Fall habe ich mich bei jeder Reise von den Vereinigten Staaten nach Mexiko mit dem Gedanken von meinen Kindern verabschiedet, dass ich sie vielleicht zum letzten Mal sehe. Und jedes Mal verspürte ich Reue, wenn ich ins Flugzeug stieg. Jedes Mal, wenn ich meine Mutter traf, litt sie, weil ich dort in Gefahr war. Ich brach praktisch alle Kontakte zu meinen Geschwistern und zu meinen wenigen Freunden ab, um sie keinem Risiko auszusetzen, denn ganz tief in mir fühlte ich mich schuldig für das, was ich tat. Mitte 2016 beendete ich mein Fellowship an der Uni Berkeley und versuchte, nach Mexiko zurückzukehren. Ich wurde aber noch im gleichen Jahr erneut bedroht und musste wieder fort.
Jetzt befinde ich mich in einem anderen Ort in Europa und versuche, meine Recherchen selbst zu finanzieren und reise weiter in meine Heimat, um unter extremen Bedingungen meine Arbeit zu tun. Aufgrund der Umstände, unter denen ich lebe, kann ich mein Leben wie viele andere Exilierte auf der Welt nicht mittel- und langfristig planen. Ich laufe Gefahr, staatenlos zu werden, ohne Recht in meiner Heimat am Leben zu sein und ohne langfristige Rechtsansprüche in einem anderen Land. Ich versuche, an einem neuen Ort eine Heimat zu finden, aber meine Seele ist über diese zarte und untrennbare, unzertrennliche Wurzel, die mich nährt und mich gleichzeitig vergiftet, an meine Heimat gebunden. Ich lebe ständig in dem Konflikt durch meine Anwesenheit, das Leben meiner Lieben und auch durch meine Recherchearbeit zu gefährden. Ich betreibe sie trotzdem weiter, denn wenn ich das aufgebe, dann würde ich nur zur Intransparenz und zur Straflosigkeit beitragen. Ich allein kann das Umfeld nicht verändern und das will ich auch nicht. Aber ich kann nicht leben, ohne zu versuchen, etwas zu verändern. Auch heute, jetzt, in diesem Moment, bleibt mir das Herz stehen, wenn ich den Weg betrachte, den ich gegangen bin und den, der vor mir liegt, auf dem ich mich Schritt für Schritt, Tag für Tag vorwärts bewege. Ich habe Angst, weiterzugehen und Angst, stehen zu bleiben. Was ist das Exil wirklich? Welche Regeln, welche Verhaltenscodes sollte man im Exil befolgen? Was ist gut? Was ist schlecht? Die Perversität des Exils, wie bei anderen Arten von Missbrauch, steht darin, dass sich das Opfer schuldig fühlt und nicht der Täter. Das Amt des UN-Flüchtlingskommissars hat festgestellt, dass 1% der Weltbevölkerung gezwungen wurde, aufgrund von Konflikten und Verfolgung ihr Heim zu verlassen. Nach Angaben der Organisation Reporter ohne Grenzen entschließen sich jedes Jahr zahlreiche Journalistinnen und Journalisten, ihr Heimatland zu verlassen, um ihrer Sicherheit willen. Um ihr Leben zu retten, müssen sie sich innerlich verstümmeln. Nicht nur, weil sie ihr Heim und alles, wofür es steht, verlassen müssen, sondern die große Mehrheit, weil sie an Orte gehen, an denen sie nicht einmal ihren Beruf weiter ausüben können. So verlieren die Journalistinnen und Journalisten, so verliert die Gesellschaft unabhängige Berichterstatter und es verliert die Demokratie. Es gibt nur sehr wenige Programme, die Journalisten schützen und finanzieren, die gezwungen sind, ihr Heimatland zu verlassen, um ihre berufliche Tätigkeit fortzusetzen. Und das ist eine Situation, die nicht nur die individuelle Meinungsfreiheit, sondern auch das Recht der Gemeinschaft auf Informationen schwächt. Nach der Festnahme von García Luna fand ich schließlich meine Worte wieder und ich teilte sie meinen Kindern mit. Ich weiß nicht, was wir im Einzelnen gesagt haben. In der Seele eingebrannt blieben mir jedoch unsere Blicke. Das sind Blicke, die diejenigen wechseln, die gemeinsam ohne Unterschlupf und ohne Pause durch den Sturm gegangen sind und die endlich einen sonnigen Morgen sehen. Einen sonnigen Morgen, denn am nächsten Tag geht es weiter auf den langen und mühsamen Weg zurück nach Mexiko. Ein Weg, der mit der Festnahme des Ex-Polizeichefs nicht zu Ende ist, denn verschiedene Mitglieder seines kriminellen Netzwerks sind weiterhin in unterschiedlichen politischen Bereichen der Regierung aktiv, als hohe Beamte der Generalstaatsanwaltschaft in Mexiko und im Ministerium für Innere Sicherheit in verschiedenen Teilen des Landes. Vor 10 Jahren hätte ich niemals gedacht, dass man mich zum Exil verurteilen würde, weil ich investigativen Journalismus betreibe und die Pflicht erfülle, die in meiner Seele eingebrannt ist. Dennoch führe ich mein Leben immer noch in diesem kompakten, engen, zerbrechlichen Blumentopf mit dieser zarten Wurzel, die meine Heimat umarmt. Ich lebe in Ungewissheit, aber ich habe in diesen Jahren gelernt, dass weder
die Täter, noch meine Angst, noch meine Zweifel mich gleichgültig machen gegenüber dem, was in Mexiko geschieht. Sie können mich nicht dazu bringen, wegzuschauen. Sie können mich nicht zum Schweigen bringen, denn für mich als Journalistin, als Frau, als Mutter und Tochter ist erzwungenes Schweigen schlimmer als Exil. Es ist wie lebendig zu sterben. Welcome back live here at Körperforum. Einen schönen guten Abend hier bei der Körperstiftung in Hamburg. Mein Name ist Theresa Schneider. Ich stehe der Programmplanung vor hier bei der Körperstiftung. Und heute geht es also um das Thema des Exils. Sie haben ja gesehen, dass wir die Rede von Anabel Hernández vorher aufgenommen haben, weil sie heute leider nicht persönlich hier sein kann. Das heißt aber nicht, dass wir nicht in ein Gespräch gehen können. Wir haben unterschiedliche Instrumente zur Hand, wie Mentimeter. Mit diesem Instrument können Sie Fragen und Kommentare mit dem Code, den Sie auf dem Bildschirm sehen, an uns schicken. Und Johanna Eisenhardt wird dann später die Fragen vorlesen. Jetzt liegt es an mir, noch einmal zu sagen, was es für eine große Ehre für uns heute ist, dass Anabel Hernández heute bei uns ist. Einen schönen guten Abend. Ja, Ihnen auch einen schönen guten Abend. Frau Hernández, vielen Dank für diese sehr emotionale Rede. Sie haben uns Einblicke gegeben in die katastrophalen Auswirkungen der Drogenkartelle und den sogenannten Krieg gegen die Drogen in Ihrem Heimatland Mexiko und wie dieser kriegsähnliche Zustand das Leben und die Arbeit von Medienschaffenden beeinflusst. Ihre Hingabe zum Journalismus ist offensichtlich und das inspiriert uns alle sehr. Als ich mir jetzt Ihre Rede angehört habe, dann dachte ich ganz am Anfang, warum Sie eigentlich Journalistin geworden sind. Was hat Sie dazu bewegt? Was war Ihre eigene Motivation? Vielleicht können Sie uns dazu etwas sagen. Nun, der Wunsch, Journalistin zu werden, hatte ich schon als Kind verspürt. Niemand in meiner Familie war Journalist, aber mein Vater kam aus einer sehr armen Familie in Mexiko. Das waren im Grunde Bauern. Und er wurde aber Ingenieur. Und das war für mich eine große Motivation, zu sehen, wie mein Vater sich heraufgekämpft hat und dafür gesorgt hat, dass seine Nachbarn Strom bekamen und Zugang zu fließendem Wasser. Deswegen war eigentlich mein Vater meine eigene Inspiration. Und ich wollte etwas Ähnliches tun. Und ich denke, das war einer der Gründe, warum ich mich letztendlich dafür entschlossen habe, Journalistin zu werden. Das sollte mein Weg werden, mit dem ich ähnliche Dinge tun könnte. Eine Möglichkeit zu haben, andere Menschen in ihrem Leben zu beeinflussen. Als Sie sich also damals entschieden haben, Journalistin zu werden, war die Situation sicherlich anders. Die Umstände waren anders. Konnten Sie damals schon die Risiken und die Gefahr erkennen, denen Sie entgegentreten müssen als Journalistin? Nun, also mein Vater hatte auch einen eigenen Kampf zu kämpfen. Ich erinnere mich an eine Situation, in der mein Vater demonstrierte für mehr Gerechtigkeit, denn der Bürgermeister in dieser kleinen Stadt war korrupt und mein Vater führte die Demonstrationen gegen diese Korruption an. Und ich erinnere mich, wie mein Vater damals gesagt hat, dass Mexiko als Land sehr korrupt ist, weil aber viele Menschen schweigen, weil man darüber nicht berichtet. Und ich habe dann damals meinem Vater erzählt, dass ich Journalistin werden möchte. Und er war verärgert. Er konnte das gar nicht verstehen. Er sagte, was, du willst Teil dieses korrupten Systems werden? Willst du ein korrupter Journalist werden, der einfach nur die Hand aufmacht und Geld nimmt? Nein, habe ich gesagt, natürlich nicht. Und ich werde dir beweisen, dass ich es anders machen werde, dass ich meinen eigenen Weg gehen werde.
Und mir war damals schon bewusst, dass es schwer sein würde. Nicht so schwer, wie es jetzt wirklich war. Ja, das kann ich verstehen. In Ihrer Rede sprachen Sie ja davon, dass viele eingeschüchtert sind von den Strukturen und von der Gefahr, den Risiken. Was würden Sie also jungen Leuten empfehlen, die auch Journalisten werden wollen, in einem Land wie Mexiko zum Beispiel oder in einem anderen Land? Was würden Sie ihren Kolleginnen und Kollegen empfehlen? Zuerst glaube ich, dass Journalismus wirklich einen Unterschied machen kann. Das glaube ich wirklich. Da bin ich voll von überzeugt. Und es gibt hierfür viele Beispiele, die zeigen, wie Journalismus den Gang der Dinge verändern, wie Journalismus einen Unterschied machen kann und den Menschen eine Stimme geben kann. Das ist doch das, was entscheidend ist. Und das ist heute offensichtlicher denn je. Viele Menschen schweigen leider, wenn es etwas anzusprechen gibt. Die Regierungen tun leider nicht das, was sie tun müssen. Und deswegen liegt es an den Journalistinnen und Journalisten heute mehr denn je, diese Berichte zu schreiben. Ich hoffe also inständig, dass junge Leute immer noch ein Interesse haben an diesem Beruf und Journalisten werden wollen. Wir brauchen sie nämlich. Wir brauchen diese neuen Ideen. Wir brauchen diesen neuen Geist. Meine Generation gehört ja fast in der Vergangenheit an, aber die neue Generation kann so viel Neues mitbringen. Natürlich gibt es neue und andere Schwierigkeiten, vor allem am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn. Aber sie müssen integer sein, natürlich. Sie müssen sehr bewusste und selbstbewusste Entscheidungen treffen und sie müssen sich der Gefahren bewusst sein. Und nicht impulsiv sein. Man muss immer nachdenken, was man tut. Und man muss sich klar sein, dass es immer auch einen anderen Weg gibt. Immer. Manchmal ist der Weg vielleicht länger, ein Umweg mit vielen Kurven, aber den Weg muss man gehen, mit Leidenschaft und aus Überzeugung. Denn am Ende des Weges steht die Wahrheit und das ist Gerechtigkeit. Das bringt den Menschen Gerechtigkeit, die leiden unter unterschiedlichen Formen der Ausbeutung auf der ganzen Welt. Und das ist das, was einen befreit, was einen anspornt und motiviert. Deswegen gibt es immer eine Möglichkeit, immer einen Weg. Sie sprachen ja in Ihrer Rede auch davon, dass Sie jetzt im Exil leben, dass Sie aber weiterhin Ihre Arbeit betreiben. Sie schreiben immer noch Berichte, Sie ermitteln und recherchieren und veröffentlichen. Wie machen Sie das ganz praktisch? Sie leben jetzt hier in Europa und Sie stellen Recherchen an über Dinge, die in Mexiko vor sich gehen. Ja, es waren natürlich sehr schwierige Zeiten. Ich musste viele persönliche Kämpfe ausfechten, emotionelle Dinge mit mir ausmachen. Und dann habe ich ja auch meine Kinder, meine Tochter und meinen Sohn, die ich schützen muss. Ich möchte sehen, wie sie groß werden. Aber auf der anderen Seite sehe ich mein Land. Und auch jetzt aus der Ferne kann ich so viele Dinge bewerkstelligen. Deswegen habe ich gerade auch dieses Jahr so viel gelernt, aber auch in den letzten Jahren. Ich bin jetzt seit 6 Jahren weg und ich habe gelernt, wie ich weiter meine Arbeit betreiben kann. Ich kann viel aus der Ferne bewegen, ich kann viele Unterlagen und Dokumente lesen und sammeln, ich kann mit meinen Quellen sprechen, dank dieser Kommunikationsplattformen. Aber letzter Teil meiner Recherchen
bedeutet, dass ich nach Mexiko reisen muss, um einfach vor Ort zu recherchieren. Ich muss für gewisse Dinge vor Ort sein. Ich muss es mit eigenen Augen sehen. Ich muss mit den Zeugen sprechen vor Ort. Und das kann ich oft nur machen, indem ich wirklich vor Ort mit den Menschen spreche. Ich gehe zu den Leuten, mit denen ich sprechen möchte. Ich habe meine eigenen Bodyguards, meine Leibwächter. Und so kann ich das tun. Aber natürlich macht es mir Sorgen. Ich habe natürlich auch Angst um mich. Ja, und manchmal ist es einfach zu viel. Aber ich muss es tun und oft fühle ich mich alleine, weil ich Dinge letztendlich alleine machen muss, weil ich niemanden gefährden möchte. Natürlich wäre es schön, immer im Team arbeiten zu können, als Journalist. Manchmal wäre das ein guter Schutz, aber in meiner Situation und mit den Dingen, mit denen ich arbeite und über die ich berichte, möchte ich niemanden in Gefahr bringen. Ich kann nicht verantworten, dass ich deren Leben gefährde. Die Dinge, über die ich Recherchen angestellt habe, mit den Quellen, mit denen ich gesprochen habe, manche wurden ermordet, manche sind verschwunden. Und deswegen ist es sehr, sehr kompliziert, all das zusammenzubringen. Es ist wirklich sehr beeindruckend, dass Sie immer noch mit so viel Leidenschaft hinter Ihrer Arbeit stehen und immer wieder versuchen, nach Mexiko zu reisen. Sind Sie der Meinung, dass Ihre Sicht auf Ihr Heimatland sich verändert hat? Jetzt, wo Sie im Exil leben, haben Sie vielleicht mehr so diesen externen Blick auf Ihr Heimatland oder ist es unverändert? Ist es immer noch Ihr Heimatland und dort, wo Ihr Herz schlägt? Das ist Teil all dieser Gegensätze, die meine Situation so beschreiben. Ich bin in vielerlei Hinsicht schwächer geworden, aber dann auch wieder stärker. Denn als ich in Mexiko war, habe ich immer nur alles aus einer engeren Perspektive beleuchten können. Jetzt, wo ich außen bin, sehe ich viel besser, wie alles zusammenhängt, also dieses große Bild. Und die Probleme, die wir in Mexiko haben, das weiß ich jetzt, sind keine per se mexikanische Sache. Natürlich ist Mexiko ein korruptes Land. Es gibt gewisse mexikotypische Probleme, aber Gerechtigkeit ist natürlich ein großes Problem. Natürlich gibt es viel zu tun in Mexiko und auch viele andere Länder in der Welt haben eine Verantwortung für die Dinge, die in Mexiko vor sich gehen. Ich versuche, in verschiedenen Ländern zu Konferenzen zu gehen, Reden zu halten, um zu sagen, jeder hier hat eine Verantwortung, wenn man zum Beispiel illegale Drogen konsumiert. Wenn man hilft, Geld zu waschen, jeder hat eine Verantwortung hier. Und ich denke, jetzt ist es an der Zeit zu sagen, dass jeder seine Verantwortung schultern muss. Der Drogenkrieg in Mexiko hat so viele komplexe Verstrickungen und jeder kann etwas tun und muss etwas tun. Vielleicht können wir noch mehr darüber im Detail sprechen. Viele denken, okay, das passiert weit weg in Mexiko. Mexiko hat nichts mit meinem Alltag zu tun. Aber können Sie uns vielleicht erklären, was Sie meinen mit den Verantwortlichkeiten der Leute hier und der europäischen Regierungen? Ich kann Ihnen vielleicht ein Beispiel geben, wie groß das Problem eigentlich ist. Ich habe das ja auch bereits in meiner Rede gesagt. In Mexiko gibt es das mächtigste Drogenkartell der Welt, laut der US-Regierung, und das ist das Sinaloa-Kartell. Dieses Kartell befindet sich in
60-70% der Länder weltweit. Das ist also kein mexikanisches Problem. Schauen Sie sich mal die Weltkarte an. Und dann sehen Sie, dieses Problem befindet sich in ganz Europa. Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, in Portugal, im ganzen amerikanischen Kontinent sehen wir dieses Problem. Brasilien, Argentinien, USA, Kanada, Chile, auch in Russland, in Asien. Sie finden dieses Problem überall. Das ist die Dimension des Problems. Wenn man das erstmal erkennt, dann wird man einsehen, wie ein solches Kartell es zustande bringt, die ganze Regierung zu durchlaufen, aber auch Regierungen anderer Länder. Ich war an vielen Konferenzen, wo ich auch selbst Beiträge gehalten habe, auch in Deutschland zum Beispiel oder in Brasilien. Und viele Regierungen sind auf mich zugekommen und haben mich zu diesem Kartell gefragt. Sie wollten wissen, wer sind diese Leute? Wie können wir diese Leute bekämpfen? Dieses Kartell wascht Geld überall. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Staatsanwalt aus Kolumbien. Aus Köln, also ein Staatsanwalt aus Deutschland. Wir haben uns getroffen. Er wollte auch wissen, wie man diese Leute bekämpfen kann. Und natürlich kann man hier bei den Gesetzen anfangen. Wie ist die Gesetzgebung? Welche Gesetze hat man in Deutschland oder auch in Brasilien oder in Spanien? Ich denke, man muss hier viel mehr Erfahrungen austauschen, so weiß man, wie man diese Kartelle bekämpfen kann. Das heißt, wir müssen die internationale Zusammenarbeit zu diesem Thema intensivieren. Jetzt schaue ich meine Kollegin Johanna an, um zu sehen, ob wir Fragen aus dem Publikum haben, bevor ich mit meinen Fragen weitermache. Ich habe nämlich noch ein paar. Johanna, haben wir Fragen? Ja, danke schön, Theresa. Wir haben eine Menge Fragen bekommen. Das ist auch sehr schön. Die erste Frage hat auch mit der Corona-Pandemie zu tun und lautet wie folgt. Als exilierte Journalistin müssen Sie ja unter den schwierigsten Umständen Ihre Nachforschungen betreiben und dann auch natürlich gleichzeitig die soziale Distanzierung einhalten. Und was können Journalisten lernen, Entschuldigung, ich habe die letzte Frage nicht verstanden. Die Frage lautet, was können Journalisten, Journalistinnen von Ihnen lernen, weil die Journalisten in Europa und anderswo ja jetzt auch unter schwierigen Umständen arbeiten müssen. Und die Frage ist, was können diese Journalisten aus Ihrer Erfahrung lernen, Frau Hernandez? Ja, ich zum Beispiel benutze ich zahlreiche dieser Plattformen, die sicher sind, um Informationen eben zu teilen. In Mexiko gibt es beispielsweise eine Plattform Transparent Lock. Es gibt ein Transparenzgesetz, da kann man dann verlangen, dass die Regierung Informationen offenlegt, und zwar auch aus der Ferne heraus. Und so komme ich an viele Dokumente für meine Recherchen. Und wie bereits gesagt, der letzte Teil meiner Nachforschungen, und das ist bei anderen ja auch der Fall, da muss man eben dahin, ja, um vor Ort Nachforschungen anzustellen. Ich war jetzt in Mexico City. Ja, vor 3 Wochen gelang es mir, dort zu sein. Und mit der Pandemie ist es so, dass Mexico City einer der gefährlichsten Orte ist, was
ein Hotspot für Infektionen in Mexiko. Und ich bin dahin geflogen mit diesen Masken, ja, traf alle Vorsichtsmaßnahmen. Und ich muss sagen, es ist mir doch gelungen, mich mit meinen Quellen zu treffen. Und ich muss dann eben das Hotel dreimal wechseln. Ich war mit dem einen hier, mit dem anderen dort, ja, um mich mit anderen Quellen zu treffen. Das ist natürlich auch für die Leute, die ich kontaktiere, schwierig. Aber ich denke, so geht es immer. Es gibt immer einen Weg, ja. Und es ist letzten Endes auch immer wichtig, dass sie tatsächlich an ja, ihre Forschungen vor Ort zu Ende bringen. Ja, das ist ein Teil, den kann man nicht weglassen. Johanna, haben wir weitere Fragen? Ja, haben wir. Und das ist eher eine politische Frage. Glauben Sie, dass die gegenwärtige Regierung von Andrés Manuel López Obrador wirklich Anstrengungen zur Bekämpfung der Kartelle unternimmt? Und gibt es da eine Tendenz? Was meinen Sie dazu? Haben Sie die Frage mitbekommen? Ja, naja. Diese Regierung ist erst 3 Jahre an der Macht. Und vielleicht ist es einfach noch zu früh, zu sagen, dass es dieser Regierung nicht gelungen ist, eine Trendwende herbeizuführen. Fakt ist, bis jetzt ist es so, dass dieses Problem immer noch da ist. Es geht nicht nur um das Problem der Kartelle. In ein paar Jahren kann das Problem eben nicht gelöst werden. Es geht einfach um die Korruption in den Regierungskreisen. Ich spreche von Mitgliedern des Kartells, die in der neuen Regierung arbeiten, in dieser neuen Linksregierung. Und da sehe ich schon Dinge, die mir Sorgen machen, die mir wirklich große Sorgen machen. Zum Beispiel ein General, der mit dem Sinaloa-Kartell zu tun hatte und auch einem anderen Kartell, der war bei der Vorgängerregierung Verteidigungsminister. Er ist dann in den Vereinigten Staaten festgenommen worden vor einem Monat. Man hat ihn wirklich schwerer Dinge, Drogenschmuggel und andere Sachen angeklagt. Und vor ein paar Tagen hat die mexikanische Regierung ihn nach Mexiko bringen lassen, wo er nicht angeklagt wird. Dieser General ist jetzt zu Hause. Dem geht's gut. Ja, der ist glücklich. Und seine Komplizen sind immer noch im Ministerium, im Verteidigungsministerium, ja, im Bund, in einem Bundesministerium. Und da gibt es sehr viele Dinge, die, um die man sich Sorgen machen kann. Ich sehe das, ich bin dem auch nachgegangen. Es gibt keine weiteren Erklärungen auch zu diesem Vorfall. Ja, das heißt, wir schauen also weiter, was sie noch veröffentlicht werden. Johanna, vielleicht können wir noch eine weitere Frage nehmen und dann mache ich mit meinen eigenen Fragen weiter. Ja, klar. Die dritte Frage ist, wie definieren Sie die Rolle eines investigativen Journalisten im Exil neu? Denn befassen Sie sich auch mit Dingen, die jetzt in Ihrer neuen europäischen Heimat geschehen? Ich möchte doch nicht hier eine falsche Vorstellung, einer falschen Vorstellung Raum geben, dass das leicht ist, ja, und einfach ist. Das ist sehr, sehr kompliziert. Ich könne das, was ich tue, tun, aus der Ferne tun, weil ich schon seit vielen Jahren als Journalistin arbeite. Das heißt, ich habe eine sehr große Erfahrung und ich habe auch sehr viele Quellen. Weil ich in Mexiko eine sehr ehrliche Beziehung zu meinen Quellen habe,
Die vertrauen mir also immer noch und teilen Informationen mit mir, auch aus der Ferne heraus, weil sie wissen, dass ich was tun werde, dass ich Nachforschungen anstellen werde. Zum Beispiel im vergangenen Juli gab es da einen Versuch gegen einen Polizeichef. Da war etwas für mich nicht klar. Die offizielle Version bei diesem Vorfall war für mich nicht stimmig. Und in einem Gespräch, werde ich auch von den Medien interviewt, und ich habe in einem Fall gesagt, wenn Sie Zeuge oder Zeugin dessen wären, was da passiert ist, dann melden Sie sich bitte. Und ich habe eine E-Mail-Adresse generiert, nur um Informationen über diesen Vorfall zu bekommen. Und ich kann Ihnen sagen, dass ich eine ganz wichtige Information, auch eine Information von hohem Qualitätsgehalt bekommen habe. Wenn ich natürlich Informationen bekomme von einer Quelle, muss ich das natürlich für mich bestätigen durch Dokumente oder so. Ja, ich muss den Wahrheitsgehalt bestätigen. Ich war also dann in Mexico City, ja, vor 3 Wochen, um selbst danach zu sehen, ob das, was die Quellen gesagt haben und was in den Dokumenten stand, zueinander passt, zu dem passt, was tatsächlich passiert ist. Ob das mit meinen Forschungen vor Ort übereinstimmt. Und ich kann Ihnen sagen, dass ich so, ja, wie kann ich es jetzt sagen? Ich bin dadurch ein großes Stück vorangekommen. Das heißt, es braucht wirklich viel Erfahrung, aber es braucht eben auch die Quellen, die Sie haben, die Kontakte, dieses Netz, das Sie in den vergangenen 30 Jahren aufgebaut haben. Und ich möchte jetzt gerne die Frage, damit den Fragen wieder zu Ihrer Situation als exilierte Journalistin zurückgehen, denn wie Sie wissen, haben wir morgen eine Konferenz zu dem Thema, zum Thema Journalistinnen, Journalisten im Exil. Wie sieht es aus, wenn man im Exil arbeitet? Und da wäre es schön, wenn wir natürlich, wenn etwas über Ihre Erfahrung hören könnten. Sie haben ja gesagt, es gibt nicht sehr viele Möglichkeiten für Journalistinnen wie Sie. Es gibt nicht viele Programme. Was bräuchten Sie? Welche Art von Programm bräuchten Sie, um Ihnen zu helfen? Da habe ich 3 Beispiele. Um Ihnen eine Vorstellung zu geben. Beispielsweise ist es so, wenn ich nach Mexiko reisen muss, oder als ich Mexiko verlassen sollte, ging ich nicht einfach so. Ich wollte immer noch die Möglichkeit haben zu arbeiten. Ich wusste, kannte also das Programm der Universität von Harvard. Ich bekam eine Einladung, aber Sie haben gesagt, ja, Sie sind willkommen, Sie können hier ein Jahr bleiben, Sie können nicht nach Mexiko reisen, Sie können die Universität besuchen, weitere Dinge zum Thema Journalismus lernen, aber Sie müssen eben in der Universität sein. Es gab kein Forschungsprojekt. Ja. Ich hatte auch die Ehre, ich habe mich wirklich sehr geehrt gefühlt, dass man mir auch einen Vorschlag, dass auch die Cambridge aus England auf mich zugekommen ist. Die haben mich ebenfalls für 3 Jahre eingeladen. Und ich habe das wirklich sehr geschätzt, wirklich. Aber die Universität sagte, das ist ein sehr akademisches Programm. Das einzige Programm, das ich gefunden habe, ist das der Universität Berkeley. Dort haben sie dieses Programm über investigativen Journalismus. Und dort, wie kann ich das sagen, da gibt es eine Art Wettbewerb. Ja, Journalisten reichen einen Projektvorschlag ein. Wie kann ich das jetzt sagen?
Naja, eben einen Vorschlag zu einem spezifischen Projekt und dann entscheiden die Programmverantwortlichen, ja, welches Projekt sie eben fördern möchten. Und mein Projekt gehörte zu denen, die gewonnen haben, und man ließ mich nach Mexiko zurück. Meine Recherchen wurden finanziert, 2 Jahre lang. Und ich glaube, diese Art von Programmen, ja, wo man beispielsweise mir natürlich auch mit den Behörden hilft, um eben dann nach Berkeley gehen zu können. Ich habe ein Gehalt bekommen, ich konnte meine Miete bezahlen und ich bekam eben auch Geld für die Finanzierung meiner Recherchen über die 43 vermissten Studierenden. Ich hätte das an sich machen können. Ich hatte kein Geld für diese Recherche. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass diese Nichtregierungsorganisationen dass die eben einfach auch langfristig da rangehen, wenn sie den Journalisten helfen. Es geht darum, dass wir unsere Arbeit fortsetzen können. Natürlich ist es gut, dass unsere Leben auch gerettet werden, aber es ist einfach genauso wichtig, unsere Arbeit zu retten, denn unsere Heimatstaaten brauchen unsere Stimmen. Wenn man einen Journalisten einfach da rausnimmt, sein Leben rettet, und dieser Journalist aber nicht mehr Recherchen machen kann, zur Demokratie beitragen kann und zu freien Informationen beitragen kann, die, wenn wir unser Land nicht mehr mit freien Informationen versorgen können, dann ist das eben zu viel. Es bräuchte mehr Programme wie das der Universität Berkeley. Ja, das heißt, also die Möglichkeit zu haben, hin und her zu reisen. Ja, ich glaube, das gibt es. Also ich habe ja nicht für die Medien gearbeitet. Ich war freiberuflich tätig. Und deshalb müssen eben auch unabhängige Journalisten und Journalistinnen finanziert werden. Und ohne diese Unterstützung hätte ich das nicht machen können. Ja. Also ich habe das gehört und ich hoffe, dass viele andere dies auch gehört haben. Eine letzte Frage, bevor wir dann schon zum Schluss kommen für heute. Ich habe ja schon gesagt, dass diese Konferenz morgen fortgeführt wird, und ich frage mich jetzt, Sie waren ja auf vielen internationalen Konferenzen, Sie haben mit Parlamentariern gesprochen, mit Medien und so weiter. Glauben Sie, dass es da eine besondere Verbindung gibt zwischen den Journalistinnen und Journalisten im Exil? Gibt es da eine Verbundenheit zu Menschen, die ähnlichen Bedrohungen ausgesetzt sind? Ich denke, ja. Ich denke, ich habe Journalisten und Journalistinnen getroffen, die im Exil leben, die Asylanten sind. Wir waren vielleicht nicht alle zusammen in einem Raum, auf einer Konferenz, den einen oder anderen. Also, und ich denke, dass einer der schlimmsten Aspekte des Exils das ist, dass man sich wirklich einsam fühlt. Einsam und isoliert, und das ist, tut sehr, sehr, sehr weh. Und wenn man dann in der Lage ist, ein Team zu bilden, Erfahrungen auszutauschen, persönliche und berufliche Erfahrungen auszutauschen, ja, dass wir gemeinsam stärker sind, dass wir vielleicht zusammen auch Recherchen machen können. Denn wenn wir Erfahrungen austauschen, dann können wir vielleicht auch neue Themen ausgraben, denen wir nachgehen können. Vielleicht hat ja ein Thema aus Mexiko etwas mit anderen Ländern zu tun. Und dann sind wir einfach gemeinsam stärker, wenn wir alleine sind.
dann sind wir schwächer. Und es ist einfacher, uns so zum Schweigen zu bringen. Aber zusammen haben wir eine Stimme. Und dann ist unsere Stimme stärker, wenn wir gemeinsam sind. Herzlichen Dank, Annabelle. Ich hoffe wirklich, dass wir Sie nächstes Jahr zu unserer Konferenz einladen können, dass wir uns dann persönlich kennenlernen können. Es war ein großes Vergnügen, dass wir uns hier unterhalten konnten. Eine Ehre, dass Sie unsere Einladung angenommen haben. Es war sicherlich ziemlich schwierig, über diese Themen zu sprechen. Ich freue mich wirklich auf weitere Berichte von Ihnen. Und hoffe, wir bleiben in Kontakt. Vielen Dank für den heutigen Diskurs. Ich möchte auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern danken, die zu Hause vor ihren Bildschirmen saßen. Danke für die Fragen und Kommentare. Wir werden morgen früh weitermachen um 10 Uhr mit dem Examedia Forum. Da ist es ganz einfach mitzumachen. Einfach auf Facebook oder auf unserer Webseite. Da kann man dann der ganzen Konferenz per Livestream folgen. Ich freue mich also, morgen Sie alle wiederzusehen. Und für den heutigen Abend wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und passen Sie auf sich auf. Vielen Dank. Hat euch das Video gefallen? Dann abonniert unseren Kanal, um kein Video zu verpassen. Schaut gern auch in unserer Mediathek vorbei auf körber-stiftung.de/mediathek. Und folgt uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Danke fürs Zuschauen und bis bald.